Hallo, liebe Freunde und Freundinnen. Heute sprechen wir über den dritten Teil der mündlichen Prüfung Dialog. Das Thema von unserem Dialog heute ist: Wir müssen einen Kurs finden, den wir zusammen besuchen wollen. Hier ist die Aufgabe. Sie und Ihre Partnerin oder Ihr Partner wollen zusammen einen Kurs besuchen. Sprechen Sie zu folgenden Punkten. Welcher Kurs? Sprachen, Musik, Sport? Wann, wo finden, Kosten und wie zum Kurs kommen? Ich habe zwei Frauen aus meinem Kurs gebeten, einen Beispieldialog für dieses Video zu spielen. Das sind Georgia und Safa. Als erstes kommt die Begrüßung. Dann erklären wir die Situation. Die Erklärung der Situation finden wir in der Aufgabe. Sie und Ihre Partnerin wollen zusammen einen Kurs besuchen. Das ist unsere Situation und diesen Satz können wir auch im Dialog benutzen. Danach kommen Vorschläge, Ideen zum Thema. Als nächstes kommt oft eine Verabredung, um etwas zusammen zu erledigen. Und zum Schluss kommt der Abschied. Hallo Georgia. Hallo Sarah. Wie geht's dir? Gut, und dir? Danke. Danke. Das war die Begrüßung. Danach kommt die Erklärung der Situation. Sie und Ihre Partnerin oder Ihr Partner wollen zusammen einen Kurs besuchen. Wir möchten zusammen einen Kurs besuchen. Die Situation ist klar. Wir beginnen mit dem ersten Punkt: Welcher Kurs? Welchen Kurs wollen wir zusammen besuchen? Ich schlage vor, einen Schwimmkurs zu machen. Eine gute Idee. Wann gehen wir zum Kurs? Mein Vorschlag wäre, am Freitag zu gehen, weil ich am Freitag Zeit habe. Hast du Zeit? Ja, ich finde das gut. Wo können wir einen Schwimmkurs finden? Ich schlage vor, dass wir im Internet recherchieren. Wir können doch auch in der Werbung schauen. Okay, du hast recht. Also bei den Fragen machen wir aus der kurzen Frage immer einen vollen Satz. Wir sagen nicht, welcher Kurs, sondern welchen Kurs wollen wir zusammen besuchen? Nicht wann, sondern wann gehen wir zum Kurs? Wir haben in diesem Dialog auch einige gute Sätze als Vorschläge gehört. Ich schlage vor, dass mit dem Verb am Ende. Als Variante dazu, ich schlage vor, ohne das, Verb mit zu am Ende. Noch ein guter Satz, mein Vorschlag wäre. Die gleichen Varianten, mein Vorschlag wäre das, Subjekt und Verb am Ende, oder mein Vorschlag wäre, ohne das, das Verb mit zu am Ende. Noch ein einfacherer Satz, wir könnten doch. Das Verb ist natürlich wieder am Ende. Natürlich gibt es auch andere Sätze für Vorschläge, aber unser Dialog dauert nicht lang und diese Sätze finde ich auch genug.
Wie antwortet man auf die Vorschläge? Es gibt auch gute Sätze für die Reaktion auf einen Vorschlag. Die Reaktionen können positiv oder negativ sein. Ich schreibe jetzt zuerst positive Reaktionen. Eine gute Idee. Ich finde das gut. Ich bin einverstanden. Wir können natürlich ein bisschen miteinander diskutieren. Wir müssen nicht immer mit allem einverstanden sein. Wir sagen keine gute Idee. Ich finde das nicht so gut. Oder ich bin nicht einverstanden. Diese Sätze machen unseren Dialog schöner und lebendiger. Aber der Dialog ist noch nicht zu Ende. Wir schauen weiter. Was kostet der Bus? Ich glaube 30 Euro im Monat. Ich finde das gut. Wie können wir zum Kurs kommen? Wir fahren mit der U-Bahn. Okay. Das war der letzte Punkt unserer Aufgabe und eine der Frauen wiederholt noch einmal, was man geplant hat. Da recherchieren wir im Internet, finden eine Schule, wir fahren mit der U-Bahn zur Schule und melden uns an. Jetzt ist Zeit für eine Verabredung. Wo und wann treffen wir uns? Wir treffen uns bei mir am Freitag um 10 Uhr. Geht es? Ja, es geht bis Freitag. Okay, tschüss. Und jetzt noch einmal der ganze Dialog. Hallo, Georgia. Hallo, Sarah. Wie geht's bei dir? Gut, und dir? Danke. Danke. Wir mussten zusammen einen Kurs besuchen. Welchen Kurs? Wollen wir zusammen besuchen? Ich schlage vor, einen Schwimmkurs zu machen. Eine gute Idee. Wann gehen wir zum Kurs? Mein Vorschlag wäre, am Freitag zu gehen, weil ich am Freitag Zeit habe. Hast du Zeit? Ja, ich finde das gut. Wo können wir einen Schwimmkurs finden? Ich schlage vor, dass wir im Internet recherchieren. Wir können doch auch in der Werbung schauen. Okay. Du hast recht. Was kostet der Kurs? Ich glaube 30 Euro im Monat. Ich finde das gut. Wie können wir zum Kurs kommen? Wir fahren mit der U-Bahn. Da recherchieren wir im Internet, finden eine Schule, wir fahren mit der U-Bahn zur Schule und melden uns an. Wo und wann treffen wir uns? Wir treffen uns bei mir am Freitag um 10 Uhr. Geht es? Ja, es geht. Bis Freitag. Okay, tschüss. Und jetzt ein Bonus. Ein zweiter, schwierigerer Dialog zu dieser Aufgabe. Hallo, Georgia, wie geht's? Hallo, Sophia. Danke, auch gut. Hast du nicht vergessen, dass wir gemeinsam einen Kurs bei der Volkshochschule besuchen wollten? Nein, natürlich weiß ich noch. Welchen Kurs wollen wir besuchen? Wofür interessierst du dich? Ich musste Englisch lernen. Was hältst du davon? Fachsprache finde ich total langweilig. Ich habe eine bessere Idee.
Wir lernen Gitarre. Ich bin einverstanden. Das ist eine tolle Idee. Weißt du schon, wann der Kurs beginnt? Und wie lange er dauert? Ich glaube, dass alle Kurse nach den Weihnachtsferien beginnen. Wie oft gehen wir zum Kurs? Vielleicht zweimal pro Woche vor einer Stunde zusammen? Du hast recht, aber vergiss nicht, dass ich bis 3 Uhr arbeite. Wir wollen die Unterrichtszeiten mit dem Lehrer sprechen. Kannst du mir sagen, was der Kurs kostet? Nein, leider nicht. Wir müssen das bei der Anmeldung fragen. Gehen wir zusammen und melden uns an, oder? Ja, machen wir. Wie kommt man zur Volkshochschule? Ich schlage vor, dass wir uns am Hauptbahnhof treffen und weiter mit der Straßenbahn fahren. Was hältst du davon? Eine gute Idee. Wann treffen wir uns? Wie wäre es am Montag um 16 Uhr? Geht es? Ja, das geht bis Montag. Tschüss. Tschüss. Ich wünsche euch allen und natürlich meinen Kursteilnehmerinnen viel Erfolg in der Prüfung. Macht's gut und bis später.